Und würde gerne noch mal ein bisschen auf diesen Begriff Asozialität eingehen wollen, der eben schon eine lange Geschichte hat. Ich denke auch in der diskriminierenden Deutung dieses Begriffes war er schon vor 1933 gebräuchlich und hatte entsprechende Konsequenzen. Und ich würde jetzt ganz gerne auch noch mal wieder Frau Heinrich vielleicht noch mal fragen wollen. Sie haben es ja ein Stück weit schon geschildert, welche Bedeutung dieser Begriff, dass Sie als Asoziale stigmatisiert worden sind. Welche Bedeutung hatte das für Sie? Letztendlich hat es ja Ihr ganzes Leben geprägt, dieses Stigma zu tragen. Das soll nicht vergessen werden, das ist die Lösung. Ja. Und deshalb mache ich das jetzt schon 14 Jahre als Zeitzeugin in Schulen und auch mit einer Kollegin zusammen. Ja. Damit das nicht vergessen wird, also was wir durchgemacht haben. Ja. Und würden Sie für sich selber sagen können, für Ihr eigenes Leben, dass sich, Sie haben ja von ein bisschen persönlich mir gegenüber gesagt, Sie haben sozusagen ein zweites Leben begonnen, oder das hat für Sie angefangen. Ich würde jetzt annehmen, dass das auch eben dazu beigetragen hat, dass Sie sich von diesem Begriff auch nochmal wieder entfernen können, also dass Ihr Leben eine andere Wendung genommen hat. Können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen? Was Sie haben ja einen Bruch in Ihrem Leben erfahren. Ja. Irgendwann gab es eine Veränderung hin, sag ich mal, zu einem schöneren Leben, ja. Zu einem Leben, das Sie gerne leben wollen. Vielleicht können Sie ganz kurz dazu noch etwas sagen. Ich kann nur sagen, dass mein Leben dann begonnen hat. Vorher hatte ich kein Leben. Nicht? Mein Leben hat begonnen, seitdem ich 51 nach Berlin kam. Da fing ich an, meine Familie zu begründen. Also ich muss sagen, da fing ich an zu leben. Ja? 1951. Okay, das ist und ja. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt und habe meine Familie gegründet. Ich habe wirklich ein Lebensgefühl, weil ich sehr, sehr liebe Kinder habe. Ne? Die Mutterliebe bekommen, wofür ich bald mein Leben hätte lassen müssen. Ne? Alles. Und könnte man sagen, dass dieses sozusagen, dieses zweite Leben und auch Ihre Tätigkeit in den Schulen, die sind ja Zeitzeugen, die versuchen. Ich mache das mit einer Kollegin, die ist aber natürlich politisch. Aber wir machen das gemeinsam schon 13 Jahre, also langsam 14 Jahre in der Schule. Ne? Und wir sind auch, wir freuen uns auch immer, wenn die Kinder, das sind 10, 12-jährige Kinder, die werden dann von der Lehrerin vorbereitet, also man sagenhaft, wie die Interesse zeigen und Fragen stellen und so. Ne? Und das tut uns irgendwie gut. Ne? Ne, da wissen wir, die haben zugehört und ne, das ist schon, und das soll ja nicht vergessen werden, das ist ja auch Sache. Ne? Ja. Würden Sie vielleicht auch nochmal sagen, ja, welche Bedeutung hat der Begriff der Asozialität für Ihre Jugendarbeit zum Beispiel, beziehungsweise für das, was Sie politisch auch vorantreiben wollen? Roma und Sinti sind auch unter anderem mit dem Stigma asozial in der nationalsozialistischen Zeit verfolgt und ermordet worden. Unter anderem auch aus rassischen Gründen. Und gegenwärtig wird der Link also zu Roma und Asozialität und Arbeitsunwilligkeit immer noch gemacht und gelebt und auch in Europa. Außerdem möchte ich dazu noch einige Beispiele heranziehen. In Ungarn beispielsweise, wo die Situation von den Roma gerade sehr gefährlich ist. Also sie werden terrorisiert von dem rechten Terror und sie werden verfolgt und ermordet. Und es gibt die rechtsradikale Partei, Jobbik-Partei, welche sozusagen eine Endlösung der sogenannten Zigeunerfrage
entwickelt hat und sie gegenwärtig propagiert. Ich habe ein Zitat, was auf Englisch ist, was ich dann wieder frei übersetzen möchte zu dieser Lösung von der Jobbik-Partei. Solution to the Gypsy Question. A national citizen militia to maintain peace and order. All Roma are to be assigned to work. Those who are reluctant are to be placed into camps, as well as the proposal for new measures of birth control for Roma women in order to halt the escalating demographic shifts to the detriment of the Magyars. Children are to be taken from their parents and shall be educated in special homes to become good Hungarians. These proposals are met with a broadly positive response among large segments of the Hungarian population. Auf Deutsch heißt es, dass die Jobbik-Partei eine Miliz sozusagen erstellen möchte, welche ihrer Meinung nach für sozusagen für die Ordnung der Gesellschaft arbeiten soll und alle Roma zur Arbeit zwingen soll und die Roma, die welche sich wehren sollen, in Lager gebracht werden. Die Geburten von den Roma-Frauen sollen kontrolliert werden, also das heißt, dass sie sterilisiert werden sollen, zwangssterilisiert werden sollen. Und die Kinder sollen von den Roma weggenommen werden und in spezielle Heime gebracht werden, um sie zu guten ungarischen Bürgern aufzuerziehen. Und diese Vorschläge gehen auf eine breite Zuversicht in, für die ungarische Gesellschaft. Das heißt, dass die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft eine rechte Ideologie folgt und dass dies derzeit in der EU Alltag ist für Roma, dass sie mit solchen Sachen, die in der NS-Zeit schon passiert sind, trotzdem da ausgesetzt sind und keinen Schutz bekommen. Beispielsweise der Freund von dem Ministerpräsidenten Orban und auch Mitbegründer der Partei Fidesz, Zsolt Bayer, hat vor kurzem auch wegen dieser sogenannten Zigeunerkriminalität gefordert, dass es eine Art Endlösung der sogenannten Zigeuner geben sollte und hat Roma als bestialisch und tierisch bezeichnet, dass sie nicht wert sind, unter Menschen zu leben. Und der Politiker und der welcher auch diese Sachen publiziert hat in der ungarischen Zeitschrift, wird dafür aber nicht bestraft. Also er wird sozusagen, es folgen überhaupt keine Konsequenzen aus solchen Aussagen und es wird Hass und gepredigt und es wird gegen Roma gehetzt, aber es passiert nichts, weil es wird ignoriert in der Gegenwart und kommt nicht wirklich zur Sprache. Es ist schon so, als ob es Gewohnheit geworden ist, dass Roma so ausgegrenzt werden, verfolgt werden, ermordet werden, deportiert werden. In Deutschland, hier in Deutschland gab es jetzt auch vor kurzem, vor zwei Wochen, wieder eine Sammelabschiebung statt von Roma. 90 Roma wurden abgeschoben nach Serbien und Mazedonien und im Winterland leben sie dort auch in unzumutbaren Zuständen, in Containern beispielsweise und das ist einfach unverantwortlich gegenüber den Roma und auch es wird keine Verantwortung genommen, es wird nicht anerkannt von Seiten der deutschen Gesellschaft, aber auch in Europa und dagegen müssen wir was machen. Ich finde es sehr wichtig, dass Roma anfangen auch ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten und darüber zu sprechen und sich nicht dafür zu schämen, dass sie Roma sind und dass sie auch den Mut haben, zu solchen Podiumsdiskussionen zu kommen und auch ihre Perspektive aufzuzeigen. Und jetzt wollte ich gerne zur Asozialität hinzufügen und dieser Link zu dieser Asozialität und Arbeitsunwilligkeit
wird auch seitens von EU-Integrationsprojekten weitergeführt. EU-Integrationsprojekte wollen also sozusagen die Roma in die europäische Gesellschaft integrieren und haben eine Dekade für die Roma-Inklusion in Bulgarien einberufen. Und wir sind jetzt in dem 7. Jahr von der Roma-Dekade, von dieser Integration. Und dann kommen da gewaltvolle Projekte zustande, in denen institutionelle und strukturelle Gewalt gegenüber von Roma, gegenüber Roma ausgeführt werden und auch eine Art von neokolonialer Politik gemacht werden. Es gibt da dieses Projekt, das heißt Bioknoblauch Romanes, welches in Österreich initiiert worden ist. Und dieses Projekt findet in EU statt. Es ist sozusagen ein Vorzeigeprojekt. Und ich möchte gerne ein Zitat vorlesen von Dr. Christian Buchmann, Landesrat des Landes Steiermark, über dieses Projekt. Wir wollen diese Idee fördern, weil es darum geht, den Worten Taten folgen zu lassen. Wir unterstützen mit Bioknoblauch Romanes die Schaffung von Arbeitsplätzen für Roma in deren Heimat sowie deren Arbeitswilligkeit und deren Arbeitsfähigkeit. Knoblauch anzubauen ist eine sinnstiftende Tätigkeit im Vergleich zum unwürdigen Betteln. Und anhand von diesem Zitat können wir erkennen, dass es ein sehr gewaltvolles Projekt gibt und auch auf eine faschistoide Ideologie zurückgeht. Arbeitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit. Die Worte haben sich geändert, aber trotzdem ist es eine faschistoide Ideologie, die hier gemacht wird und auch Roma als Bettler abzustempeln, als ob alle Roma betteln würden und auch diese Situation auszunutzen und diese Macht gegenüber den Roma auszuführen. Und das ist auch eine Sache, die unbedingt thematisiert werden muss und auch, wo ich denke, wo es auch wichtig ist, dass es Proteste dagegen gibt, dass Roma, aber auch Nicht-Roma gemeinsam dagegen protestieren und sagen, dass sie sowas nicht wollen, dass sie sowas in der Gegenwart nicht anerkennen und nicht respektieren und tolerieren. Das finde ich sehr wichtig, dass wir unbedingt die Augen öffnen und diese Parallelen und Kontinuitäten auch sehen, die es gibt auch mit diesen ganzen Projekten. Dankeschön, Philipp.